Preis dem Herrn. Weißt du, der neue Bund ist wie alles im Leben. Nur wenn man es anwendet, funktioniert es. Ansonsten halt liegt es umeinander oder ja, liegt brach. Und ein Zeugnis von jemand, der den neuen Bund gestern angewandt hat, will ich euch kurz vorspielen, wie einfach das Leben sein kann im neuen Bund. Liebe Geschwister, gestern habe ich wie verrückt meine Morgenerweckung in meinem Zimmer gesucht. Ich war schon richtig verzweifelt, weil ich sie nirgends gefunden hatte. Ich hatte gemeint, ich hätte schon ein Blackout, weil ich nicht wusste, wo ich sie hingelegt habe. Dann habe ich Michael gefragt, was ich machen soll. Dann sagt er, sei Susi sorglos und lass dich im neuen Bund fallen. Das habe ich gemacht. Mittags hat meine Mama mich gefragt, ob ich Kekse habe. Und ich habe ja gesagt. Bin zu meinem Rucksack gegangen und habe die Morgenerweckung gefunden, die ich verzweifelt gesucht hatte, in meinem Rucksack. Halleluja, preis des Herrn. So gut ist es, wenn man sich in den neuen Bund fallen lässt. Amen. Amen. Seit ich im neuen Bund anwende, habe ich nie mehr keinen Parkplatz mehr gehabt. Also es ist ein Automatismus, es ist immer da. Allerdings immer nur, wenn ich vorher sage, danke, dass ich ihn habe, dann passt es auch. Und natürlich 100 andere Alltagsdinge. Alltagsdinge sind einfach geklärt. Die Engel machen den Weg frei, arrangieren alles. Ja, preis dem Herrn. Wunderbar. Und wenn du denkst, halt, das war Zufall, komisch, zufällig, man kann den ganzen Tag suchen, dann lässt man sich in die Arme vom Herrn Jesus fallen, weil der Herr Jesus der neue Bund ist und bumm, im nächsten Moment hast du es. Gut, wenn du es Zufall nennst, dann liebe ich solche Zufälle. Wer von euch am Freitag nicht da war oder die Botschaft noch nicht gesehen hat, ich glaube, das war eine absolute Sternstunde für die, die da waren. Ich war so unter der Wolke der Herrlichkeit gestanden, während ich gesprochen habe, wie ich selten erlebt habe. Ich öffne mich mal, dass ich heute was Ähnliches erlebe. Mal schauen, aber es ging um Vergebung bei diesem Thema. Und Vergebung ist einfach die Eingangstür ins Haus der Gnade. Und wenn du Vergebung nicht als Offenbarung ergreifst, sondern bloß im Kopf weißt, dass Gott dir vergeben will oder vergeben hat, dann verstehst du oder ergreifst du auch als Offenbarung die Gnade nicht. Also die Vergebung ist der grundlegende Schlüssel, um die Gnade und den neuen Bund zu verstehen. Und es gibt leider weltweit oder überhaupt allgemein gesehen unter den Christen viele, die diese Offenbarung von Vergebung noch nicht ergriffen haben, noch nicht erfasst haben, die noch nicht in ihrem Herzen zugelassen haben, dass Gott ihnen für immer vergeben hat, vollständig vergeben hat, für immer und ewig vergeben hat. Und aus diesem Grund versuchen diese Christen noch Vergebung zu bekommen, gerade wenn sie Bockmist gebaut haben und Schuld auf sich geladen haben. Und danach versuchen Christen, die Vergebung irgendwie zu behalten, dass ihnen die Vergebung bleibt. Und so stehen sie eigentlich, wer so lebt, der steht so als Waisenkind an der Türschwelle zum Haus der Gnade und zögert oder weigert sich einzutreten. Weil du denkst irgendwie, ich muss mich vorher würdig erweisen oder ich muss vorher mich reinigen. Viel Spaß damit, kann ich da nur sagen. Wenn du warten willst, bis du genug rein bist, um reinzukommen aus dir selber, aus deiner Kraft, dann kannst du am St. Nimmerleinstag warten, weil du wirst es nie werden. Die schlechte Nachricht der Religion sagt dir, du musst dich erst mal selber reinigen, aber die gute Nachricht der Gnade sagt dir, komm, wie du bist. Und komm im Glauben, dass seine Reinheit auf dich kommt. Und der Unterschied ist einfach immens. Das werden wir noch sehen. Ich möchte vielleicht einmal ein Zitat von Watchman Nee aus seinem Buch, das normale Christenleben voranstehen. Er hat gesagt, wir haben gesprochen von selber versuchen und Vertrauen. Und der Unterschied zwischen beiden, glaub mir, der Unterschied zwischen beiden, zwischen Hölle und Himmel. Das ist das Zitat von Watchman Nee und ich glaube, sein Buch, das normale Christenleben aus dem Jahr 1938, ist die Mutter aller Gnadenbücher. Also der Urgnadenlehrer seit 100 Jahren war Watchman Nee in seinem Buch, das normale Christenleben, wo er eben
diese Gnadenfeier. Das war auch mein erstes Gnadenbuch, was ich gelesen habe, 2003. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Monate gebraucht, bis ich diese einfachen Sätze in mein Herz reingebracht habe. Die haben sich einfach gewehrt, die haben sich einfach gesperrt. Aber irgendwann waren es drin. Und das ist einfach wunderbar. Und heute möchte ich mit euch über die pure Gnade sprechen. Ich möchte mit euch über die pure, über die reine Gnade sprechen. Die unverfälschte Gnade, die unvermischte Gnade und die extreme Gnade. Weil manche haben Angst, Gnade könnte zu extrem gelehrt werden, zu extrem verstanden werden. Und es könnte doch besser sein, dass man die Gnade noch mit dem Gesetz ausbalanciert. Am Freitag habe ich gesagt, es ist so ähnlich, wie wenn du vom Arzneischrank stehst und auf Nummer sicher zu gehen, alle Pillen gleichzeitig schluckst. Nach dem Motto, bevor ich was Einseitiges nehme, bevor ich was vergesse zu nehmen an Medikamenten, leere ich den gesamten Pillenschrank auf einmal. Ich nehme alle Medikamente auf einmal, dann balanciere ich die Medikation aus. Und ich glaube, wer fast versteht, wie Medikamente wirken, der sagt, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber genauso gehen wir vor, wenn wir versuchen, die Gnade mit dem Gesetz, den neuen mit dem alten Bund, auszubalancieren. Es kommt ein totales Durcheinander raus. Und du bekommst dadurch weder den alten Bund rein, noch bekommst den neuen Bund rein, also in sauberer Weise, sondern du bekommst eine lauwarme Vermischung, die weder dem Gesetz gerecht wird, noch der Gnade. Und das ist leider das, was die Pharisäer hatten. Das ist leider das, was in Religion passiert, im religiösen Christsein passiert. Und das hat unser Christenleben zum Teil über Jahrzehnte gelähmt. Gnade ist, so wie es das Neue Testament lehrt, extrem. Gnade ist hochkonzentriert, hochprozentig und darf mit nichts verdünnt oder vermischt werden. Sonst zerstörst du sie, sonst machst du sie unwirksam. Alles, was du hinzufügst, alles, was du aus Vorsicht ergänzen willst damit, macht die Gnade zunichte. Und Paulus hat mal gesagt, ich mache die Gnade Gottes nicht zunichte oder ich heble sie nicht aus oder ich mache sie nicht unwirksam. Und es ist aber tatsächlich möglich, dass man sie unwirksam macht. Und es ist so extrem wichtig, dass wir verstehen und schätzen, was diese Gnade ist. Schauen wir mal, wie extrem die Gnade ist, wie sie Apostel Johannes in seinem Evangelium lehrt, Kapitel 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle, sag mal Fülle. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und wir wissen, dieses Wort haben wir vor ein paar Wochen auch mal gehört, wenn von Empfangen die Rede ist, ist es immer ein aktives Empfangen. Also haben wir alle zugegriffen, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und das kann man so religiös lesen, hören, Gnade um Gnade. Was gibt es zum Mittagessen? Aber wenn du es verstehst, was hier eigentlich erwähnt ist von der Ausdrucksform, dann sagt der Johannes hier, wir haben aus seiner Fülle, aus seinem Ozean der Gnade genommen, gesaugt, gezogen, wie die Raupe nimmersatt, Gnade um Gnade, um Gnade, um mehr Gnade, um noch mehr Gnade und noch mehr Gnade, weil Gnade nur wirkt, wenn sie exzessiv genommen wird. Ein bisschen Gnade nützt niemanden. Ein bisschen Gnade ist zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig. Gnade im Neuen Testament verändert dein Leben nur extrem oder gar nicht. Darum müssen wir den Überfluss der Gnade empfangen, um im Leben zu herrschen. Römer 5. Wenn du den Überfluss der Gnade nicht empfängst oder nimmst, wirst du im Leben nicht herrschen. Mittelprächtige Gnade, etwas Gnade, ach, von Gnade habe ich auch schon mal gehört, wird es nicht besorgen. Glaub mir, Gott ist nicht knausrig, wenn es darum geht, seine Gnade über dir auszugießen. Er ist nicht knausrig, er ist nicht kleinlich, um dich mit seiner Gnade zu überschütten. Er gibt dir überfließend, er gibt dir im Übermaß aus seiner Fülle. Er gibt nicht, und das ist interessant, dir Gnade, so wie du es brauchst. Er gibt dir Gnade nicht nach deiner kleinen Kapazität,
sondern nach seiner großen Kapazität, gemäß seinen Reichtum, nach dem Reichtum seiner Gnade. Und glaub mir, sein Reichtum, sein Fassungsvermögen ist ein bisschen größer als dein kleines Vermögen und Fassungsvermögen, deine Not, wo du Gnade, Herr, ich brauche ein bisschen mehr Geld, Herr, ich brauche ein bisschen mehr Gesundheit, Herr, ich brauche ein bisschen mehr Freude. Und der Herr sagt, okay, kann ich dir gerne geben, nur ein bisschen wird es nicht sein. Der Durstige bekommt bei Gott zu trinken von seinem Niagarafällen. Der Herr gibt einen Ozean seiner Gnade. Er gibt die Niagarafälle für dein Rinnsal, was du brauchst und worum du bittest. Und hier reden wir von der Großzügigkeit Gottes. Und wenn wir auf die Großzügigkeit Gottes, auf das Übermaß, auf das Extreme, das Maßlose, das Unermessliche Gottes zu sprechen kommen, dann gebraucht Jesus selbst den Ausdruck um wie viel mehr. Und wenn Jesus von um wie viel mehr spricht, dann meint er um wie viel schwindelerregend viel mehr. Davon meint er. Wenn Jesus viel in den Mund nimmt, ist es ein bisschen mehr als dein viel und unser Verständnis von viel. Unser viel, unsere Millionen verblassen, sind Knotschall, sind Portokasse, wenn wir über Gottes viel nachdenken. Aber Gott, Jesus meinte und Jesus lebte in dem Schwindelerregenden um wie viel mehr seines Vaters. Und so hat er den Bedürfnissen der Menschen begegnet. Und so ist durchs Leben gegangen. Geld spielte keine Rolle, Kraft spielte keine Rolle, Vermehrung von Essen spielte keine Rolle, weil er dieses um wie viel mehr Verständnis hatte von den Reichtümern Gottes und Reichtum seines Hauses. Weißt du, man sagt oft, Kinder, die im Reichtum aufwachsen und von, wo sie wissen, meine Eltern sind Multimilliardäre, so vielleicht die Kinder von Bloomberg oder so, der mal letzte Woche in zwei Wochen mal 700 Millionen Dollar verblasen hat, für nichts und wieder nichts, tut ihm noch nicht einmal weh. 700 Millionen Dollar würden manchem schon ein bisschen das Leben verschönern, oder? Weg und weg ist es, aber macht ihm nichts, er hat noch viel mehr. Er ist ein Multimilliardär. Glaubst du, dass, wahrscheinlich tut es ihm schon weh, weil von den Reichen kann man sparen lernen, denen tut es einem oft mehr weh, aber trotzdem, Kinder in so einem Haus, die sind so Dimensionen gewöhnt, die sind so, die sagen, ach, das kostet bloß 20.000 Dollar, die Übernachtung dort, mei, das ist ja gerade günstig, oder was, die Yacht ist so... Die Yacht kostet bloß eine halbe Million, das ist ein Schnäppchen. Verstehst du, die denken in anderen Dimensionen. Jesus dachte in anderen Dimensionen, er war vom Beruf Sohn. Übrigens, hier sind lauter Sitzplätze frei, bitte kommt doch, und das mag ich nicht. Machen wir das aus und kommt hier vor. Na, das machen wir aus, fertig. Wir haben keine Stiefkinder, Stiefplätze und hinten drin. Ganz einfach. Es sind genügend Plätze frei. Komm, Herr. Das passt überhaupt nicht in unsere Kultur. Wir haben keine Hinterbänkler, sondern bei uns sitzt in der ersten Reihe. Bei Gott bist du in der ersten Reihe. Danke, Vater. Du merkst also, dass es extrem wichtig ist, dass du ein Bewusstsein bekommst, wie großzügig Gott ist, wie gut er ist, wie extrem reich seine Gnade ist. Und so gibt er, um so viel mehr gibt Gott uns. Wenn wir schon, die wir böse sind, großzügig zu unseren Kindern sind, und vielleicht bist du der großzügigste Papa. Nehmen wir an, du bist die großzügigste Mama. Vielleicht bist du Milliardär. Nehmen wir an, du bist Millionär. Stell dir kurz mal vor, ich wäre so gerne Millionär. Nehmen wir an, du bist es. Und nehmen wir an, du hast einfach genug Geld. Und du bist die großzügigste Mama und der großzügigste Papa. Stell dir das einfach mal kurz vor. Stell dir das einfach mal vor, du bist großzügig, du liebst deine Kinder. Das ist nichts, wie großzügig der himmlische Vater dir ist. Okay? Und zwar nicht hypothetisch, potenziell, wenn er einen guten Tag hat, sondern immer rund um die Uhr, around the clock. Im Wettbewerb, wer der beste Papa aller Zeiten ist, hat Gott unangefochten den ersten Platz. Und er ist deiner, er ist dein bester Papa. Diese Flut, dieser Tsunami der Gnade Gottes rauscht daher und deine kleine Sandburg von Ja, aber. Ja, was ist mit meiner Schuld? Ja, was ist mit meinem schlechten Tag? Und ja, was ist, ich habe die Katze getreten und mein Mann war auch nicht freundlich. Diese Sandburg von Zweifel kann diesem Tsunami, der einherrauscht, nicht standhalten. Glaub's mir. Sie kann nichts entgegensetzen. Sie kann einfach dieser Wucht und dieser Kraft und dieser übergroßen Welle von Gottes Gnade nichts entgegensetzen. Dein Ja, aber wird erdrängt.
ertränkt deine, wie das Lied sagt, deine Furcht in vollkommener Liebe. Und so, wo die Sünde überfließen, das steht in Römer 5,20. Römer 5,20. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist. Glaub mir, überströmende Sünde, das sind schreckliche Sünden, schreckliche Verbrechen. Also das sind schon schlimme Sünden, das sind schon viele Sünden. Eine überströmende Sünde. Aber selbst wo das der Fall war, da ist die Gnade über die Maßen überströmend geworden. Nicht nur die Sünde war groß und die Gnade war groß, sondern die Sünde war immens und die Gnade hat das Verschwinden klein erscheinen lassen. So groß war die Gnade. Hier ist dieses Wort gebraucht, überströmend. Hier ist dieses extrem überströmend. Also was hier eigentlich Paulus macht, er streckt und dehnt die Kapazitäten von Sprache bis zum fast zum Zerreißen, bis fast zum Zerplatzen, um gerade das noch in Worte zu packen, was die Gnade Gottes ausmacht. Das will er sagen. Jetzt sagst du, jetzt mach mal halblang. Man soll nicht so unnüchtern werden. Man darf sich nicht da in eine unkritische, leichtfertige Verfassung da verleiten lassen. Man kann von Guten auch zu viel haben. Hat sich vielleicht der gedacht, der das fünfte Stückel von der Buttercremetorte sich genehmigt hat, weil es sogar geschmeckt hat und danach war ihm schlecht. Wer von euch weiß, man kann von guten Dingen auch manchmal, man möchte es glauben, aber man kann auch zu viel bekommen von Guten. Zu viel des Guten. Es gibt doch diesen Spruch, zu viel des Guten. Also könntest du einwenden, okay, Gnade ist gut, aber bitte, Michael, bitte nicht zu viel des Guten, oder? So könnte man mahnen, so könnte man zur Ordnung rufen, so könnte man zur Nüchternheit einfordern und sagen, nein, Michael, wir wollen es nicht übertreiben, man kann zu viel haben. Stimmt das? Was ist denn Gnade? Wir haben es am Freitag gehört, Gnade ist eine Person. Jesus ist der Herr Gnade. Darf ich vorstellen, mein Name ist Gnade. Mein Name ist Gnade, sagt Jesus. Die Gnade ist gekommen. Die Gnade ist eine Person und die Gnade hat einen Namen, nämlich Jesus. Jetzt meine Frage, kannst du zu viel von Jesus haben? Zu viel des Guten, zu viel von Jesus. Kannst du zu viel von Jesus haben? Du kannst definitiv zu wenig von Jesus haben, oder, in deinem Leben. Zu wenig von seiner Gegenwart und von seiner Erfahrung. Aber ich glaube, niemand kann zu viel von Jesus haben, oder? Ganz allen Ernstes. Also haben wir dieses Argument, nur nicht zu übertreiben. Paulus übertreibt bis ins Unermessliche. Und weil er weiß, diese Gnade, die er so groß macht, ist Jesus, den er groß macht, kann man davon nicht viel genug haben und nicht hoch genug es verstehen. Überleg mal, wenn du dich selber fragen würdest, wie sehr liebt Gott mich? Frag dich einfach, wie sehr liebt Gott mich? Wie viel liebt Gott mich? Frag dich mal das. Und überleg mal, um das zu quantifizieren, um das in ein Maß zu packen, wie viel Gott dich liebt. Wenn du sagst, okay, es ist ein Schwimmbecken voll, ein großes Schwimmbad voll Liebe, flüssiger Liebe, dann sage ich, es ist noch mehr als das. Wenn du sagst, es ist ein Ozean, sage ich, es ist noch mehr als das. Wenn du sagst, es ist Universum, sage ich, es ist mehr als das. Du kannst die Liebe Gottes gar nicht in ein Maß packen und genauso wenig die Gnade. Okay, denk dir die größte Zahl aus, die du dir vorstellen kannst, die größte Zahl. Kannst du eine Milliarde vorstellen oder ein bisschen mehr? Der Bezos von Amazon, glaube ich, hat 500 Milliarden. Kann man sich nicht mehr so vorstellen. Überleg mal nur mal, wie lange du bräuchtest, um die Geldschnitte zu zählen, bis du bei 500 Milliarden wärst. Ich glaube, da wird ein Monat ununterbrochen zählen. Du würdest die Augen aufmachen mit Streichhölzern und du würdest zählen, weil wenn du aufhörst zum Zählen, dann ist das Geld fort. Du würdest einfach zählen, du würdest zählen, du würdest zählen. Einen Monat lang zählen, Tag und Nacht zählen und es wäre noch nicht fertig gezählt. Was ist furchtbar? Ja. Wie sehr Gott dich liebt? Na, Gott ist noch reicher. Und Gott findet es gar nicht furchtbar.
Ja? Na, das Problem, weißt du, stell dir einfach jetzt mal vor, Gott ist nicht nur so reich, Gott ist so reich an Gnade für dich und für mich. Gott ist so reich an Liebe für mich. Und stell dir einfach mal die größte Zahl vor. Nehmen wir an, es ist 1 Million. Nehmen wir an, auf der Skala kannst du dir eine Skala bis 1 Million vorstellen und so groß ist die Liebe Gottes für dich. Haben wir es? Gottes Liebe ist größer als das. Gott hat noch nicht mal zu zählen angefangen, wo du aufhörst. Gottes Skala hat noch nicht mal ausgeschlagen in der Messung, wo du aufhörst, das dir vorstellen zu können. Das ist Gottes Liebe für dich. Das ist Gottes Gnade für dich. Das sind Lichtjahre, die seine Gnade umspannt. Die Gnade reicht in die Unendlichkeit und darüber hinaus. Wir werden der Bibel aufgefordert, eine eigenartige Aufgabe zu leisten. Paulus sagt uns, wir sollen die Tiefen ausloten, wir sollen die Höhen ausloten von der unbegrenzten, unlimitierbaren Liebe Gottes zu uns. Und wenn du einen Stein reinschmeißt, der kommt nie an, der schlägt nie auf in der Tiefe seiner Liebe, seines Herzens für dich. Das ist randvoll mit Liebe. Du kannst dich in ein SpaceX-Programm setzen und versuchen, in Weltraum zu, als Weltraumtourist dahin zu fahren. Stellst dich gut mit dem Musk, oder? Wie heißt er? Ja? Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm. Bald geht's los mit Weltraumtourismus. Du kommst nicht hin in die Höhe. Du kommst nicht hin in die Höhe seiner Liebe. Und Paulus betet dafür in Epheser 3, 18 und 19, dass wir erfassen möge die Weite, die Länge, die Tiefe, die Höhe, die Ausmaße der Liebe Christi. Und ich sage dir, wenn du das wirklich ernst versuchst, wird dir schwindelig. Und die Liebe zu erkennen, die alles Erkennen übersteigt. Also er sagt, erkenne das Unerkennbare. Erkenne das, verstehe das Unverständliche. Er sagt, begreife das Unbegreifliche. Versuch's einfach mal. Und du merkst, dieses Gebet von Paulus, weil er bittet ja darum, dass wir das erkennen mögen. Und du sagst, Paulus, du bittest um was Unmögliches. Du bittest darum, dass irgendjemand die Liebe Gottes erreicht, aber nie, egal, eine Ewigkeit lang, wenn du lebst, erreichst du die Grenzen nicht. Erfasst du sie nicht. Warum soll ich es überhaupt probieren? Vielleicht brauchst du eine gehörige Portion Schwindel, damit du rauskommst aus deinem Verstand und deinem Ja-Aber und deinen Zweifeln. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es Trick 17 mit Selbstüberlistung, warum er sagt, probier es einfach mal, fang einfach mal an damit. Ja, wenn ich es eh nie schaffe, warum soll ich überhaupt anfangen? Fang einfach an, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Fakt ist, die Liebe Gottes zu dir ist größer, als du es dir vorstellen kannst, als du es dir denken kannst, als du es dir fühlen kannst. Und das, wie soll ich sagen, das bin nicht ich. Ich könnte so in solchen Superlativen gar nicht, obwohl ich eigentlich ein bisschen, also in meiner Rhetorik komme ich öfter mal mit Superlativen daher, aber Paulus toppt das. Er toppt das einfach. Das ist Paulus, das ist Neues Testament. Und er sagt, die Liebe Christi übersteigt alles Erkennen, alles Verstehen. Wenn du versuchst, die Liebe Gottes in dein Hirnkastel, in deinen Kopf reinzubekommen, ist es so ähnlich, wenn du versuchen würdest, das Mittelmeer reinzubekommen in einen Fingerhut. So ist es. In einen Fingerhut reinzubekommen. Und vor 1000 Jahren, im Jahr 1050, hat ein jüdischer Anbeter ein Gedicht geschrieben. Und dieses Gedicht war über 850 Jahre verschollen, bis es im Jahr 1917 wiedergefunden wurde. Musst du mal sowas vorstellen. Es ist im Jahr 1917 wiedergefunden worden. Dieser Jude hieß Meir ben Isaac Nehorai. Er hat im Jahr 1050 dieses Gedicht geschrieben. Und im Jahr 1917, also vor gut 100 Jahren, wurde es wiedergefunden. Es ist ein Gedicht über die Liebe Gottes. Und noch erstaunlicher ist es, an welche Wände es gekritzelt war. Es war an die Wände einer psychiatrischen Einrichtung gekritzelt. Und der Mensch, der da drin war, in der geschlossenen Anstalt die ganze Zeit,
ist verstorben gewesen. Und dann hat man dieses Gedicht gefunden, was dieser limitierte Mensch, dieser Mensch, den man auf die Öffentlichkeit nicht loslassen konnte, was Gott durch den befreit hat, nämlich dieses Gedicht. Und so ist es zu einem Lied gelangt, was wir auch im Liederbuch der Wiedererlangung wieder drin haben, und über die Liebe Gottes. Und ich möchte es auch zuerst auf Englisch vorlesen, dieses Gedicht, was dieser Jude geschrieben hat, und dann in Deutsch. Weil auf Englisch finde ich es fast noch unfassbarer von der Formulierung. Also erstmal die englische Version, dann die deutsche. Could we with ink the ocean fill and wear the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill and every man a scribe by trade. To write the love of God above would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, so stretched from sky to sky. Auf Deutsch. Bestünd aus Tinte jedes Meer und wären die Himmel aus Papier, käm jeder Halm als Stift daher, wär jeder Mensch ein Schreiber hier. Wer sie beschreibt, stets dabei bleibt, also nicht aufhört, sie zu beschreiben. Austrocknen würde das Meer, die Niederschrift noch übertrifft die Himmelsweite sehr. Und du sagst, okay, wo finden wir das in der Bibel selbst? Im Alten Testament, gut, dass du fragst, du kannst mit mir aufschlagen, Psalm 36. Und so finden wir in Psalm 36 diesen ähnlichen Gedanken über die unermessliche Weite der Liebe Gottes. Psalm 36, Vers 6. Herr, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Amen. Steht danach, oder? In Vers 8 steht, wie köstlich ist deine Gnade, dass Menschen Zuflucht finden. Amen. Wie köstlich ist die Gnade Gottes. Wir sehen aus diesen Beispielen der Schrift, dass Gottes Liebe und Gottes Gnade einfach extrem ist, überdrüber ist. Es übersteigt alles menschlich nur Vorstellbare. Was immer du denkst, wie gut Gott ist, es ist kleiner als wie gut er wirklich ist. Was immer du dir vorstellst, wie gütiger ist, wie freundlicher ist, es ist mickrig, du tust ihm Unrecht, weil es so viel großartiger ist, seine Güte zu dir. Du denkst, denk dir das Beste, wie ein Mensch sein kann. Denk dir die beste Tugend, denk dir die größte Güte, die größte Freundlichkeit irgendeines Wesens. Und du hast nicht mal angefangen zu ermessen, wie gut und freundlich Gott ist. Ich meine, im Deutschen und im Englischen gehören die Worte gut und Gott zusammen. Good God, gut Gott. Ich weiß nicht, was zuerst da war, ob das Wort gut von Gott hergeleitet hat oder das Wort Gott von gut, aber sie gehören zusammen. Gott ist gut. Und er ist so gut, wie nur irgendetwas gut sein kann. Wenn du heute Abend, falls wir einen klaren Himmel haben, die Sterne anschaust und versuchst, die Sterne zu zählen, kämst du weit? Selbst wenn du sie zählen würdest, dann wirst du vielleicht irgendwie weit ab von der Stadt sein, ohne Lichtverschmutzung. Und du würdest den Himmel anschauen. Und du würdest vielleicht tausende von Sternen mehr zählen. Aber hast du alle erwischt? Selbst in der klarsten Nacht, selbst ohne jeglichen Einfluss von Licht, selbst mit dem besten Auge, selbst wenn du ein Fernrohr hast, selbst wenn du ein Teleskop hast, selbst wenn du durchs Hubble-Teleskop schaust, selbst das Hubble-Teleskop, das beste Teleskop, was wir haben, in der Wüste, verstehst du, das ermisst nicht einen Bruchteil aller Sterne, weil es so viel mehr gibt.
kein menschliches Auge, keine Verstärkung, keine Technologie kann alle diese Sterne wahrnehmen. Eigentlich macht es dich demütig. Du würdest Millionen Sterne zählen und du wüsstest, dass du aber Millionen nicht gesehen hast. Selbst wenn du Millionen zählen könntest, hättest du viele Millionen nicht gesehen. Umso mehr Millionen du siehst, umso mehr würde dir aufgehen, wie viel du immer noch nicht siehst. Und genau das Gleiche ist es, wenn du über die Liebe Gottes nachdenkst. Egal wie großartig du anfängst zu denken über die Liebe Gottes, wenn du etwas nur weise bist, erkennst du, dass es potenziert, multipliziert, ein Vielfaches von dem du nicht gesehen hast, wie gütig er ist, verglichen mit dem, was du schon gesehen hast. Von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Gnade. Nähern wir uns dem Thema, dass die Gnade Gottes extrem ist, unerschöpflich ist, unermesslich ist. Du schaust Jesus an und es gibt viel Wunderbares zu sehen. Auch für Neugläubigen gibt es Wunderbares zu sehen und sagst, ich sehe Gnade bei Jesus. Und du bist 50 Jahre oder 70 Jahre gläubig und hast ihn 10.000 Mal erlebt, wie er treu war in deinem Leben, wie er dich durchgetragen hat, wie er dich geheilt hat, wie er dir geholfen hat, dich getröstet hat, Tränen getrocknet hat. Du siehst so viel mehr, das Wort Gnade, ich sehe Gnade, wenn du an Jesus denkst, ist so viel angereicherter deinem Leben lang von Erfahrungen. Und ich sage dir, du hast noch nicht mal angefangen zu erfahren und zu ermessen, wie gnädig er ist. Sind wir beim Thema? Geschwister, sind wir beim Thema? Nein, sind wir noch nicht. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wir haben noch nicht mal den ersten Satz, den ersten Abschnitt des Vorworts. Verstehst du, in der Bibliothek seiner Gnade haben wir noch nicht mal den ersten Buchstaben betrachtet. So viel größer, so viel umfassender, so viel riesiger ist seine Gnade. Gnade, ein Wort mit 5 Buchstaben, ist das, was du zu sehen meinst. Das Evangelium seiner Gnade ist das, was wirklich Realität ist, was unendlich das übersteigt, was alles Superlative, alle Rhetorik, alle Sprachmöglichkeiten sprengt. Johannes, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Paulus, den Überfluss seiner Gnade empfangen. Paulus und Johannes waren extreme Apostel, extreme Schreiber Gottes, extreme Prediger. Und sie konnten das einfach nicht in Worte reinpacken. Von dieser himmelhochreichenden Gnade, dieser überfließenden Gnade, die alles sprengt und alles übersteigt. All das meinte Jesus mit den Worten, um wie viel mehr? Um wie viel mehr wird der Vater denen Gutes tun, den bitten. So großzügig ist er, so gütig ist er. Du kannst die extreme Gnade Gottes nicht in Worten wiedergeben. Du kannst sie nicht in Gedanken wiedergeben, nicht in einer Theologie, nicht in einer Weltanschauung. Sie ist einfach zu groß. Du kannst sie nicht in ein Gefühl inkludieren. Du kannst sie nicht in ein Gefühl packen. Es würde dich zerfetzen, es würde dich zerreißen, alle Sicherungen würden durchbrennen, weil du es nicht verarbeiten kannst, diese Immensität von Güte und von Liebe. Was können wir überhaupt tun, wenn wir uns diesem Thema nähern? Wir können anfangen, uns dieser Pracht, diesem Lichtglanz zu nähern und sagen, wie es Johannes sagte, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit, oder? Wir können anfangen, uns diesem Lichtglanz zu nähern, dieser ehrfurchtgebietenden Größe in der Person von Jesus. Und jetzt schauen wir mal das Gegenteil an. Wenn die Gnade Gottes nicht so wäre, wie ich es gerade beschrieben habe, was wäre die Alternative? Die Alternative ist, diese Gnade kleinzureden. Diese Gnade zu zähmen, zu kastrieren, zu verpanschen, zu neutralisieren. Das könnte man machen. Und das macht die Religion ständig. Wie könnte das praktisch ausschauen? Indem man einfach sagt, ja, die Gnade rettet dich, aber das Gesetz heiligt dich.
Also für Heiligung kommt Gnade nicht in Frage, nur für die Errettung kommt Gnade in Frage. Denken wirklich viele Christen. Habe ich auch oft früher gedacht und ihr wahrscheinlich auch. Das bekommt man an WhatsApp-Feedbacks, bekommt man das. Dass, wenn das Gesetz zu kurz kommt, oh, Einspruch euer Ehrens, alles muss gesetzlicher zugehen. Du hast das Gesetz nicht genug reingemengt in das alles. Und selbst wenn man dann vom Wort Gottes antwortet, nicht aus eigener Klugheit, genügt es nicht, dass Leute verärgert reagieren und so weiter. Aber du siehst, wie die Gnade Menschen wütend macht. Wie die Gnade Menschen zornig macht. Wie Menschen diese Gnade gar nicht ertragen. Und die echte Gnade und die echte Verkündigung der Gnade und des neuen Bundes wird immer die Geister scheiden. Und wird immer unterscheiden zwischen denen, die in der Religion bleiben wollen, wo sie selber alles kontrollieren und wo sie selber noch verurteilen können und wo sie selber noch vergleichen können, wo man wie ein Heckenschütze, ohne sich zu zeigen irgendwo, ohne von Angesicht zu sein, Leute abschießen kann. Manche bevorzugen eine solche Existenz. Aber es ist besser, in die Gnade zu treten. Und natürlich haben diese Leute Angst, dass wir weniger heilig leben würden, wenn wir unserer Gnade anvertrauen als dem Gesetz. Aber ehrlich gesagt, das Gesetz ist ein Spiegel. Wie viel hilft der Spiegel, dein Gesicht hübsch zu bekommen? Oder brauchst du dann nicht lieber doch die richtige Creme oder die richtige Ernährung, um dein Gesicht strahlend und hübsch zu bekommen? Ich meine, du kannst dein Gesicht mit dem Spiegel einschmieren, du kannst den Spiegel, hat einer von den Damen einen Taschenspiegel, mit dem kann ich mein Gesicht einrubbeln und einreiben. Annemarie, schön, dass du wieder da bist. Aber wenn du einen Taschenspiegel hättest und dein Gesicht mit dem Spiegel einreibst, dann wirst du auch nicht hübscher, oder? Der Spiegel kann dir nur zeigen, wie es ist, aber er kann dich nicht schöner machen. Und das Gesetz kann dir nur zeigen, wo du stehst, aber es kann dich nicht heilig machen. Denn heilig kann uns nur Gnade machen, nämlich Mr. Gnade, Jesus Christus. Er ist uns Gerechtigkeit und Heiligkeit, Rechtfertigung und Erlösung. Also 1. Korinther 1,30. Er als Person kann das bewirken, aber nicht das Gesetz und auch nicht das Nachjagen dem Gesetz, sondern nur das Nachjagen dieser wunderbaren Person. Und Leute sagen, ja, die Gnade Gottes bringt dich rein ins Reich Gottes, aber drin gehalten wirst du durchs Gesetz. Drin gehalten wirst du durch eigene Kraft. Hineinbefördert bist du durch Gnade, durch seine Kraft, aber drin gehalten wirst du durch eigene Kraft, durch eigene Anstrengung. Schauen wir uns drei Arten von Evangelium an. Es gibt nur eines und ich werde euch nachher zu entscheiden geben, was das wahre Evangelium ist, das neutestamentliche Evangelium. Aber wir schauen uns drei Evangelienvarianten an, okay? Und ihr entscheidet nachher, was das echte Evangelium ist. Danach sagen wir, would the real gospel please stand up? Ja, also würde das echte Evangelium sich bitte erheben. Okay, Millionenshow oder was auch immer. Erstens, das gnadenlose Evangelium. Du wirst errettet durch eigene Kraft und bleibst drin durch eigene Kraft. Wirst geheiligt durch eigene Kraft. Eine Variante wär's. Also das gnadenlose Evangelium. Könnte man sich dafür entscheiden. Aus eigener Kraft rein, auf eigene Kraft drin bleiben und geheiligt werden. Zweitens, und das ist leider das verbreitete Evangelium, wie es Christen sehen. Es ist mindestens zu 90% der Christenheit in der Geschichte so verbreitet worden und auch heute noch das verbreitete Evangelium. Es ist das vermischte Gnadengesetz-Evangelium. Du bist durch Gnade errettet und wirst durch eigene Anstrengung und eigene Hingabe bewahrt oder bleibst du drin. Das ist das vermischte Gnadengesetz-Evangelium. Das ist Evangelium Nummer 2. Und jetzt Evangelium Nummer 3. Das Evangelium der puren, extremen Gnade. Du bist durch die Gnade errettet und bleibst durch die Gnade drin und wirst durch die Gnade geheiligt und drin gehalten. Das ist das Evangelium, wo man sich denkt, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und genau das bedeutet das Wort Evangelium. Eine Botschaft, die zu gut klingt, um wahr zu sein, aber das Schöne daran, sie ist wahr. Schauen wir uns diese drei Varianten kurz mal an vom Evangelium, was es gibt. Variante 1, das gnadenlose Evangelium. Sowas gibt es nicht. Warum gibt es es nicht? Das ist ein Widerspruch in sich, ein gnadenloses
Evangelium. Weißt du, was das Evangelium zur guten Botschaft macht? Die Gnade. Wenn das Evangelium gnadenlos wäre, wäre es kein Evangelium, keine gute Botschaft. Nimm die Gnade raus aus dem Evangelium und es ist eine schlechte Botschaft. Es ist dann eben nicht mehr die Wohlkunde, sondern die Schlechtkunde. Es ist nicht mehr, die Wohlbotschaft, die Frohbotschaft, dann ist es die Drohbotschaft. Jemand hat mal gesagt, Gnade ist nicht das wichtigste Etwas im Christsein, es ist das Einzige im Christsein. Und da Gnade ein Synonym ist, ein anderes Wort für Jesus, würde ich zustimmen. Gnade ist nicht etwas im Christenleben, Gnade ist alles im Christenleben, weil alles im Christenleben Jesus ist. Was ist das vermischte Gnadengesetz-Evangelium? Es ist die Botschaft, dass du errettet bist durch Gnade, aber bewahrt wirst durch Leistung, durch Werke. Es ist der Glaube, dass eine von Gottes Segnungen, nämlich die Errettung, durch Gnade zu dir kommt, aber dass alle anderen Segnungen du dir erarbeiten musst. Heiligkeit, Vergebung im Alltag, Gemeinschaft mit Gott und mit anderen, alles kommt durch harte Arbeit und eigene Leistung. Wie kann man dieses Evangelium benennen? Ist es ein Evangelium? Jein, würde ich sagen. Es ist ein teilweises Evangelium, denn immerhin kommst du durch die Gnade rein und wirst aus der Hölle errettet und das ist nicht nichts. Das Gute an diesem Evangelium ist, dass du von Jesus errettet worden bist, aber der Rest liegt jetzt an dir. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst und pass auf, Mund, was du sagst. Das ist der nicht so schöne Teil am Evangelium dran. Also es ist teilweise gut. Es ist gut, schlecht, schlecht, gut, schlecht, schlecht, gut, je nachdem. Und jetzt kommen wir zum puren, extremen Evangelium der Gnade. Es ist Gnade, Punkt. Es ist Jesus plus nichts. Es ist einfach Jesus, Christus allein. Es ist die Ankündigung, dass Jesus der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Es ist, dass er alles in allem ist. Das ist das Evangelium, was Johannes und Paulus geprägt haben. Er wird dich bewahren, er wird dich unsträflich, unverklagbar, tadellos vor sich selbst stellen. Hebräer 12,2, Judas 1,24. Um nochmal Watchman Nee aus einem Buch Das normale Christenleben zu zitieren, das Evangelium ist die Erklärung, dass von Anfang bis Ende er der Einzige ist, der alles vollbringt. Den Worten von Martin Lloyd-Jones, dem auch Heiligung und heiliges Leben sehr wichtig war, der vor 70 Jahren oder 50 Jahren gelebt hat, sagt er, wir vertrauen der Gnade am Anfang, wir vertrauen der Gnade am Ende, sodass, wenn du und ich uns aufs Sterbebett legen werden, das eine, was uns trösten wird, das eine, was uns helfen und uns stärken wird, dasselbe sein wird, was uns anfangs reinbrachte. Nicht, was wir sind, nicht, was wir getan haben, sondern die Gnade Gottes in Jesus Christus, unseres Herrn. Das Christenleben beginnt mit Gnade, es wird mit Gnade fortgesetzt und es wird vollendet mit Gnade. Gnade, wunderbare Gnade. Das ist das wahre Evangelium. Das ist das Evangelium, was frei macht und das ist das Evangelium, was du missbrauchen kannst, weil es keine menschlichen Sicherheitsösen und Sicherheitshaken hat und weil es nicht menschlich kontrolliert wird, weil es nicht zwingt und weil es nicht manipuliert. Und was sagt dieses Evangelium, diese Botschaft der Überdrübergnade? Es sagt, dass alles zu uns als ein Geschenk kommt, alles als eine Gabe. Vergebung ist ein Geschenk, Errettung ist ein Geschenk, Angenommensein ist ein Geschenk, richtig gestellt zu sein, Gerechtigkeit ist ein Geschenk, heiliges Leben ist ein Geschenk. Der Brennan Manning hat das in seinem Buch Größer als dein Herz folgendermaßen ausgedrückt. Gnade verkündet die ehrfurchtgebietende Wahrheit, dass alles Geschenk ist. Alles, was gut ist, gehört uns. Nicht, weil wir es verdient hätten oder ein Anrecht drauf hätten, sondern durch den unfassbaren Überfluss eines gnädigen Gottes. Alle Geschenke, alle Gaben Gottes finden sich in Jesus Christus. Jesus Christus ist das Geschenk. Er ist die unaussprechliche Gabe. Paulus sagt mal,
Dank sei Gott für eine unaussprechliche Gabe. Diese unaussprechliche Gabe ist Jesus Christus. In ihm haben wir den Heiligen Geist. In ihm haben wir Vergebung. In ihm haben wir alles. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er gab. Wen? Seinen einzig geliebten Sohn. Sein Sohn ist Gnade an sich, ist das Geschenk, ist die Gabe an sich. Und deswegen, dass die extreme Gnade, das Evangelium der extremen Gnade, wird dich immer zur Gnade in Person führen, zu Jesus, und wird dich immer ähnlicher machen, als er selber ist. Und weil es nicht wenige gibt, dieses Evangelium missbrauchen und missverstehen und für ihre eigenen Gerüste verwenden, heißt, verstehst du, diese Botschaft ist so köstlich und so kostbar, dass Gott sie nicht absichert vor Missbrauch. Und wenn sie 99% missbrauchen würden, sagt er, ist es trotzdem wert, dass ich sie gebe. Damit dieses 1% überwinden sie nicht missbraucht. Und ich kann nur sagen, ich wurde auch kritisiert oder in Frage gestellt von Zuschauern meiner letzten Botschaften, die haben gesagt, Michael, du warst noch nie in einem christlichen Gnadentreffen, dass du von Missbrauch reden kannst. Ich war in Hunderten von christlichen Gnadentreffen. Ich war in christlichen Gnadenbewegungen, ich war in christlichen Gnadentreffen. Christen, das Kind von anderen Christen sexuell missbraucht haben und gesagt haben, vergib mir, aber ich muss nicht um Vergebung bitten, weil ich Gnade habe. Das habe ich, verstehst du, das sagen Leute, die Gnade lehren. Das sagen Leute, die Gnade vertreten. Ich rede nicht von anderen, aber ich rede vom Missbrauch der, Gnade. Wir haben eine Schwester erlebt, die, als sie hier wegging und die Silvia unter Tränen sagte, es tut mir weh, ich werde dich vermissen, sagte sie, es braucht mir nicht leid tun, weil ich Gnade habe. Gnade macht dich als Christ zu einem Monster, wenn du sie missbrauchst. Oder sie macht dich wie Jesus. Und dein Herz macht den Unterschied. Aber sag nicht, die Botschaft ist falsch, sondern auf welchen Boden fällt diese Botschaft? Ich sagte, keine Botschaft lässt dein Herz himmelhoch jauchzen oder schreien, kreuzige ihn. Ich sage, es wird noch extremer werden, weil sich die Geister scheiden an dieser Botschaft. Glaube mir nicht, ich wüsste nicht, was die Botschaft der Gnade macht. Glaubst du, der Reinhard Hirtler wird verfolgt wegen irgendeiner anderen Botschaft? Nur wegen dem neuen Bund. Nur wegen dieser Botschaft. Und ja, es gibt nicht wenige, die missbrauchen diese Botschaft. Und ja, es gibt nicht wenige, die sündigen und die machen schlimme Dinge. Aber das macht die Botschaft nicht falsch. Es offenbart nur ihr eigenes Herz. Aber bevor du denkst, es könnte nicht passieren, lerne dein eigenes Herz kennen. Und glaub mir, es wird früher oder später offenbar werden. Es wird offenbar werden. Ja, glaub mir, ja, die Temperatur steigt an. Weil, wisst ihr eigentlich, dass seit Jahresbeginn und Ende letzten Jahres überall Menschen, sogar Ungläubige, träumen, dass Jesus wiederkommt? Wisst ihr eigentlich, dass die Wehen kommen? Das ist mit dem Coronavirus, haben wir noch nie gehabt. Dass überall, Lufthansa streicht 7100 Flüge. Das ist extrem. Formel 1 heute oder gestern ohne Zuschauer. Welt auf allen Ländern. Ebola war viel furchtbarer. Warum war es bei Ebola nicht so? Warum war es bei SARS nicht so? Warum auf einmal das? Warum gibt es irgendwann mal Zwangskontrollen staatlicher Seite? Zwangsimpfungen, auf was wir zusteuern, hat es noch nie gegeben. Leute sagten mir, sie waren in Hamburg in Supermärkten am Montag und haben etwas gesehen und sie sind 50 Jahre alt, was sie ihr ganzes Leben noch nicht gesehen haben, leere Regale. Das haben sie zum letzten Mal vor 30 Jahren im Ostblock gesehen. Hamsterkäufer, es gibt fast kein Klopapier mehr. Ihr Lieben, das ist nur der Anfang. Was machen wir, wenn es den Coronavirus plus einen europaweiten Blackout gibt? Was machen wir denn dann? Dann sterben aber die Leute, die fliegen. Was machen wir denn dann? Ja, Michael, es gefällt mir der Botschaft nicht mehr. Du hast so gut gesprochen. Weißt du, wenn wir jetzt nicht unsere Hausaufgaben machen, wenn wir jetzt noch christliche Spielchen spielen und du hast mich beleidigt und ich habe nicht gefallen, deshalb gehe ich jetzt, deshalb mache ich jetzt das und deshalb mache ich das. Verstehst du, wenn du meinst, so könntest du noch durchkommen. Weißt du was, ich bin froh, meine Geschwister, die mit mir stehen in der Zeit, wo der Antichrist kommt und wo die Welt am Bach runtergeht und die Verfolgung losgeht. Da ist es nicht Zeit, dass ich mich gesund schrumpfe und sage, weißt du was, Leute spucken auf die Gemeinde.
Leute, die Jahre und Jahrzehnte Gemeinden waren, sagen, ich bin so beleidigt worden, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Na, ich gehe in keine Gemeinde mehr. Und dann gibt es eine andere Person, die hat gesagt, mit Gemeinde bin ich durch. Erst gestern meine Frau, mit Gemeinde bin ich durch. Und sie fühlt sich, ich mache ein Ministry auf. Ich mache mein eigenes großes Geld, mit Gemeinde bin ich durch. Und sie wissen nicht, dass sie auf das Spucken, wofür das Lamm seine Schmerzen und sein Blut gab. Weißt du was, der große Abfall, wir sind unmittelbar davor. Die Gemeinden werden leer gefegt, weil weißt du, was Hitler sagte? Dass das, was jetzt kommt, ist, dass Dämonen freigelassen werden in die Gemeinden, wo Geschwister aneinander Anstoß nehmen. Das mag ich nicht mehr und das gefällt mir nicht mehr und das mag ich nicht mehr und das ärgert mich. Und Hitler hat gesagt, die Gemeinden werden leer gefegt von Satan, von jedem, der nicht wirklich eingebaut ist in den Leib. Der wegen Lappale und Lächerlichkeiten und in der Früh will er aufstehen zum Gebet, abends ist man zu ungemütlich. Verstehst du? Wegen Lappalien spielst dich noch. Oder letztendlich habe ich meine Familie auch noch, ich brauche die Gemeinde nicht, ich habe meine Familie, ich habe Kind und Kegel. Ihr Leute, ihr wisst nicht, was die Stunde geschlagen hat. Der Heilige Geist hat letztes Jahr jede Nacht die Silber aufgeweckt und gesagt, wie ernst die Lage ist. Aber wir spielen uns. Wir spielen uns, wir spielen Gemeinde, wir spielen Christsein. Wir erleben es, dass wir monatelang durch Krankheit niedergeschlagen sind und kommen nicht auf den Trichter, dass es kein Zufall ist. Wir müssen begreifen, dass es der Anfang ist, dass der Teufel uns wochenlang und monatelang durch Angriffe, durch Krankheit, durch dämonische Angriffe ausschaltet. Und wenn du denkst, ich war halt krank, und wenn du denkst, du hast noch Zeit, die Zeit läuft aus. Und deshalb ist es an der Zeit, das Evangelium zu glauben und die Gemeinde ernst zu nehmen. Weil diese Gemeinde wurde von mir auf Befehl Gottes gegründet. Noah, baue deine Arche. Diese Gemeinde ist die Arche. Und diese Gemeinde ist der Schutzwall, wo die Wasser dagegen klappen. Und da ist die Frage, bist du drin oder draußen? Oder willst du rausrennen und dein eigenes Ding machen? Steht dir frei, völlig frei. Aber eins sage ich dir, gib dein Erstgeburtsrecht nicht auf für ein Linsengericht. Ein bisschen beleidigt sein, ein bisschen Recht haben, dir zeige ich es. Das steht nicht dafür, dass du Kopf und Kragen verlierst. Das steht nicht dafür, dass du die ganze Familie verlierst. Das steht nicht dafür, dass du vom Glauben abfällst. Steht einfach nicht dafür. Also lass uns in den Armen Gottes bergen. Und zwar nicht allein. Weil allein, ein Stein allein, den kickt man weg. Weißt du, es ist höchste Zeit, dass du dich einbauen lässt in die Gemeinde. Weißt du, was ich erlebe? Jeder, der als Besucher kam zur Gemeinde, ist schon wieder draußen. Bei manchen, die kamen als Besucher, ich brauche gar keinen Namen nennen, die sind schon vor der ersten Kurve durch einen Windrutsch rausgeweht worden. Und die Silvia hat eine Frau beerdigt, die von Sabine getötet wurde. Du weißt ja, Sabine vor einem Monat, das Stürmchen. Bei uns war es ein Stürmchen im Wasserglas, woanders war es ein bisschen stärker. Und so schlimm war der Sturm gar nicht, aber sie hat bloß ganz wenig gewogen noch mit 70 Jahren. Die Dame kommt aus dem Haus raus, Anfang Februar, geht aus dem Haus raus und der Windstoß kommt, schmeißt sie so hin, dass sie so viele Frakturen hat, dass sie daran verstorben ist. Es war ein Witz, der Sturm, Sabine, bei uns. Die Schulen waren zu, wisst ihr noch, gell? Es war der Sturm nächste Woche vielleicht ist stärker als der war, aber wenn du am falschen Platz bist, wenn du dich sicher fühlst, wenn du meinst, dich könnte nichts umwehen, töte dich der Sturm. Die Zeiten haben sich verändert, die Situationen haben sich geändert, die Spielregeln haben sich geändert. Und es ist absolut an der Zeit, dass wir ernst machen, dass wir ein Gebetsleben haben Tag für Tag und nicht vom Fernseher sitzen. Es ist an der Zeit, und das sage ich nicht als Gesetz, sondern dass wir die Liebe Gottes genießen, dass wir der Liebe Gottes gegründet sind. Es ist an der Zeit, dass wir so vorangehen. Wie erkennen wir ein vermischtes Evangelium? Wie erkennen wir ein vermischtes Evangelium? Es vermischt die unverdiente Gunst Gottes mit dem verdienten Lohn deiner eigenen Leistung. Du bist durch Gnade drin, aber du bleibst drin, indem du alles richtig machst. Typische vermischte Gnadengesetzpredigt. Gott gibt dir Gnade, damit du seine Gebote halten kannst.
Das hört man immer wieder. Überall hört man sowas. Gott gibt dir Gnade, damit du gehorsam sein kannst. Er gibt dir Gnade, damit du seine Gebote halten kannst. Und hör mich richtig. Ich sage nicht, du bist frei zu sündigen. Und ich sage auch nicht, du bist frei, die Gebote zu brechen. Aber du hältst sie nicht, indem du dich anstrengst. Du hältst sie, indem du in der Liebe bleibst. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Er erfordert die Rechtsführung des Gesetzes in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, aus eigener Kraft leben, sondern aus dem Geist. Wenn wir uns in seine Arme werfen, in seiner Liebe bergen, dann bewirke das Wollen vollbringen, dann bewirke den Gehorsam und er macht uns heilig und er macht uns gehorsam. Aber nicht dein Eifer macht dich gehorsam. Weil selbst wenn du gehorsam bist, bist du stolz und fällst wieder raus durch Stolz und Hochmut, weil du ja der tolle Christ bist. Wie erkennst du eine vermischte Gnadengesetzbotschaft? Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot, wenn du es gut machst, Peitsche, wenn du schlecht machst. Und die moderne, vermischte Gnadenbotschaft, die biete dir folgendes Zuckerbrot. Gott vergibt dir. Du musst nur bekennen. Ach komm, stell dich nicht so. Sei demütig genug, bekenn einfach. Bekenn deine Sünde und dann vergibt dir Gott schon. Wenn du das Richtige machst, dann vergibt dir Gott. Dann macht er auch alles richtig. Wenn du heilig lebst, dann bist du heilig. Die Frage ist, was ist, wenn du es vergisst? Und wer kann schon an alles denken? Wer kann schon alles bekennen? Was passiert dann, wenn du in dieser vermischten Gnaden-Gesetzbotschaft drin bist? Ja, dann fällst du aus der Gemeinschaft raus. Weil Sünde zerstört deine Gemeinschaft. Und wenn es schlimm und schlimmer wird, dann verwirkst du dein Heil, deine Rettung. Hör sich es nach guter Botschaft an. Es ist die Botschaft, die Millionen jede Woche hören. Du hörst nicht von Jesus. Es dreht sich auch nicht um Jesus. Es dreht sich um dich, dass du ein guter Christ bist, dass du alles richtig machst, dass du Gott gefällst. Es dreht sich alles um dich. Und warum fallen Menschen drauf rein? Warum sind wir drauf reingefallen so lange? Weil es uns bekannt vorkommt. Man bekommt nichts geschenkt. Saat und Ernte, alles, was wir tun, wenn wir Gutes tun, wenn wir belohnt, wenn wir Schlechtes tun, wenn wir bestraft, kommt uns so bekannt vor. Manche nennen das Karma, gibt es in jeder Religion. Saat und Ernte, tun, ergehen. Und Bono, ihr kennt ja Bono von U2, nicht O2, sondern U2, dem Sänger. Und er beschreibt ein bisschen den Unterschied. Und Bono, ich weiß nicht, wie er mit dem Herrn lebt, aber er sagt, dass er mit Jesus lebt. Und er sagt, im Zentrum von allen Religionen findet sich die Idee von Karma. Was du reinsteckst, kommt raus. Auge für Auge, Zahn um Zahn. Und es ist mit klar, sagt Bono, dass im Herzen des Universums Karma als unbeugsames Gesetz, als unbeugsame Regel drin ist. Ich bin mir absolut sicher, sagt Bono. Und inmitten dieser Wirklichkeit, wo es keinen drinnen gibt, von Tun und Ergehen, kommt Gnade daher und hebelt das aus und schafft eine Nische und einen Zufluchtsort. Auf einmal musst du nicht mehr ernten, was du gesät hast. Auf einmal sprengt die Gnade die Vernunft. Auf einmal unterbricht die Gnade die Konsequenzen deiner Handlungen. Und er sagt, für mich ist es gute Botschaft, denn ich habe viel Blödsinn gemacht. Und warum manche auch dieses Evangelium von Gnade und Gesetz so ergreifen, ist, weil sie wollen Gott ihren Wert beweisen. Sie wollen zeigen, ich bin's wert. Wie es bei Zinzendorf unter diesem Bild stand, als er merkt, er muss Gott sich hingeben, dieser Graf Zinzendorf da in Herrnhut. Da stand er in dieser Galerie und sah dieses Bild vom gekreuzigten Jesus, das tat ich für dich, was tust du für mich? Bei ihm hat es funktioniert, aber Tatsache ist, du kannst nichts wirklich für ihn tun, was er annehmen könnte aus eigener Kraft. Und du kannst ihm nichts zurückgeben. Und du kannst ihm sein kostbares Geschenk nicht vergelten. Hier ist eine bessere Frage und es steht in der Bibel, in Psalm 116, Vers 12. Psalm 116, Vers 12, da heißt es, wie kann ich dem Herrn all seine Güte an mir vergelten?
Also wie kann ich dem Herrn all seine Güte, seine Wohltaten aufwiegen oder vergelten, zurückzahlen? Und dann kommt die Antwort im Vers drauf, 116, Vers 12 und Vers 13. Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn rufen. Er sagt, ich möchte anstoßen auf seine Güte. Ich möchte anstoßen auf den neuen Bund. Ich möchte den Becher des neuen Bundes, der, wo Jesus sagte beim Abendmahl, und weißt du, was der Heilsbecher war? Es war der Becher vom Passafest, wo man getrunken hat und sich erinnert hat, dass wir durch Gnade, durch die Güte Gottes erlöst wurden vom Gericht, von der Knechtschaft von Pharao. Da gab es den, und wir dürfen es nicht vergessen, das Mahl, was Jesus mit den Jüngern feierte, war ein Passamahl. Und darum gab es einen Heilsbecher. Und auf einmal nimmt Jesus diesen Heilsbecher und sagt, hallo, das ist nicht der Passabecher mehr. Ab sofort ist dieser Becher der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Und er hat den Heilsbecher, den sie damals auf das Passa genommen haben, umgemünzt auf den neuen Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Auf den König, stoß mal an. Nicht auf meine Kraft, nicht auf meine Leistung, nicht auf das, was ich zurückzahlen kann, nicht auf das, was ich mich würdig erweisen kann, sondern auf seine Würdigkeit, auf seine Güte. Prost. Das ist die Antwort. Was kann ich dem Herrn zurückzahlen? Prost, Herr, auf den König. Und jetzt trinke ich aus dem Becher, der überfließt. Mein Becher, mein Heilsbecher fließt über. Und das ist Gnade. Und du kannst nur Danke sagen. Aber wenn du einen Bissen machst in die Botschaft von Gnade und Gesetz, dann wirst du immer einen bitteren Geschmack haben. Du wirst bittere Frucht beißen. Und du wirst innerlich den Druck verspüren. Jetzt muss ich alles richtig machen. Oh, was ist, wenn ich was falsch mache? Angst kommt in dir hoch. Verdammnis kommt in dir hoch. Oh, die Verheißungen Gottes. Was ist, wenn ich sie breche? Was ist, wenn man Gott nicht mehr vergibt? Oh, ich habe es vermasselt. Ich muss mich mehr anstrengen das nächste Mal. Herr, ich verspreche dir, ich werde es besser machen. Wo ist der Fokus wie auf mir, auf meiner Leistung? Und du wirst ausbrennen dabei, religiös ausbrennen. Der Fokus liegt auf dir, was du getan hast, was du nicht getan hast. Deine Identität liegt bei einem solchen Menschen auf deiner Fruchtbarkeit, auf deiner Leistung, auf deiner Produktivität. Was leistest du für den Herrn? Was bringst du? Ist der Herr zufrieden, wenn dein Leben anschaut? Deine Identität liegt auf deinem Verhalten. Aber die Identität bei einem Gotteskind im neuen Bund liegt dass auf Christus und dass ich in ihm bin und dass ich sein Kind bin. Und egal, was ich tue, ich bleibe sein Kind. Und egal, was ich falsch mache, ich bleibe vergeben. Und ich bleibe geliebt. Und ich bleibe gewollt. Und deswegen, deine Identität ist auf deinem Sein. Deine Identität ist auf Christus. Und nicht mehr auf dem, was du tust, leise oder falsch machst. Du bist sein geliebter Sohn. Furcht wird ertränkt durch vollkommene Liebe. Kein Sklave mehr der Furcht. Was macht dieses religiöse, sich den Puls fühlen, habe ich alles richtig gemacht? Oh, jetzt ist mal was Schlimmes passiert, wahrscheinlich ist es Strafe von Gott. Was macht es? Es lenkt deinen Blick weg von der Güte Gottes, weg von Jesus und lenkt deinen Blick auf dich selber. Und darum, nimm kein Gift zu dir. Nimm kein Gift einer vermischten Botschaft zu dir, die dich auf Jesus und auf dich selber vertrauen lässt. Ich sage nochmal, was Watchman Nee sagte. Wir haben gesprochen von selber versuchen und Vertrauen. Und der Unterschied, glauben wir, zwischen beiden ist zwischen Hölle und Himmel. Römer 11, 6. Wenn es aus Gnade ist, dann nicht länger durch Werke. Denn wenn es auf Werke ankäme, wäre Gnade nicht mehr Gnade. Und du hast vielleicht gehört, Gott gibt Gnade, damit du gute Werke tun kannst. Aber das ist missverständlich. Gott gibt dir nicht Gnade, damit du gute Werke tust. Er gibt dir Gnade, weil er dich liebt. Punkt. Ob du die guten Werke tun wirst oder nicht, wird sich zeigen. Aber wenn du seine Liebe erwiderst, wirst du so voll sein, dass du nicht anders kannst, als gute Werke hervorzubringen. Wie ein Baum, ein Apfelbaum nicht anders kann, als die Frucht herauszubringen, die ihn impulsiert. Und wenn du in seiner Liebe bleibst, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Wer meine Liebe genießt, bringt viel Frucht. Aber nicht darum gab er dir Gnade, sondern er gab dir Gnade, weil er dich liebt. Und gute Werke sind ein Automatismus, ein Ausfließen. Und du weißt, du warst es nicht, der die guten Werke getan hat. Er hat das Wollen vollbringen geschenkt. Wenn du den Überfluss seiner Gnade empfängst, dann wirst du nicht anders können, als gute Werke zu verbringen. Dann wirst du nicht anders können, als produktiver zu sein wie der Religiöse. Aber darum geht es nicht.
Es geht nicht darum, was du für Gott leistest, sondern was er für dich getan hat. Wirst du ihm hier ein bisschen vertrauen oder vertraust du ihm die ganze Strecke, den ganzen Weg, von Anfang bis Ende, von jetzt bis du rübergehst zu ihm? Bringt dich Gnade nur an die Türschwelle hin oder gerade mal rein oder bringt dich Gnade ans Ziel? Jesus hat gesagt, als ihn fragten, was ist das Werk, das wir tun sollen? Gib uns ein Werk, Jesus, haben die Frommen gefragt in der Himmelsbrotrede. Gib uns ein Werk, was wir tun sollen. Sag uns, was wir tun sollen. Letzte Woche haben wir gehört, dass uns Jesus ein Gebot gab. Aber das Gebot war gar keins, wie ich euch geliebt habe. Werde absorbiert von dem, wie ich euch geliebt habe. Und dann werdet ihr einander lieben. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil ihr nicht anders könnt. Und genauso ist es hier. Sie haben ihn angefleht. Gib uns eine Regel. Gib uns ein Werk, was wir tun können. Und Jesus sagte, eins gebe ich euch. Das ist das Werk Gottes, dass ihr in den hinein glaubt, den Gott gesandt hat. Mit anderen Worten, dass ihr in seiner Liebe ruht. Das könnt ihr tun, in seiner Liebe ruhen. Und darum geht es beim Evangelium der puren Gnade. Amen. So manches Lied gehört, so vielen Liedern zugehört, doch ist da eins, das überragt den Rest. Des Vaters Lied, du sangst es über mich und für die Ewigkeit, klingt es in meinem Herz. Des Himmels schönste Melodie, meine Schöpfers singst es über sie, des Vaters Lied. Himmelskinder sind und sie, des Königs Herz nur schlägt für sie, und jetzt nur singe über sie. Sounds above them all. The Father's song, the Father's love, you sang it over me and for eternity. It's written song.
des Himmels schönste Melodie, meine Schöpfer-Symphonie, du ersingst es über sie. Herz nur schlägt für sie, jetzt nur singt er über sie, des Vaters Lied. Des Vaters Lied, des Vaters Lied, du sangst es über mich. In meinem Herz. Danke, Vater. Dein Lied singt für die Ewigkeit in meinem Herz. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Dein Lied singt für die Ewigkeit in meinem Herz. Du hast die Ewigkeit in mein Herz hineingelegt, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine für deine Liebe.
che lo corrondo ro 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 rabashia che lo rudi rabasso. Jede Ohrfessel fällt, jede Stimmefessel fällt, jede Herzensfessel fällt jetzt zu Boden. Wir singen das Lied des Lammes, weil das Lamm das Lied in uns singt. Vertraue darauf, dass du das Lied des Lammes hörst alle Zeit, weil das Lamm geht mit dir und du gehst mit dem Lamm. Spürbar? Nicht direkt weh, immer nicht. Also, wenn ich schwimme oder so. Aber es ist eine Einschränkung, die du irgendwo immer hast. Ja, schon, ja. Dass ich mich nicht gescheit bewegen kann, nicht gescheit rühren kann. Okay. Hat das der Doktor, auch irgendwie diagnostiziert? Nein, ist da was? Ich glaube sogar, dass geistig irgendwie zusammenhängt. Diskussiert es nicht. Also, es gibt keine Diagnose dafür. Nein, ich bin deswegen nicht. Du warst nicht beim Doktor deswegen, nein. Aber es engt dich ein, es ist, ja. Du kriegst richtig Luft. Ja, dieser Teil merke ich, ja, irgendwie abgeschnitten irgendwie, durchtrennt irgendwie. Okay, gut, Amen. Gibt es sonst noch jemanden, den das betrifft, den Bereich, sonst bist es du, den da hier da... Gut, dann bist es du. Will Dr. Jesus heute an dir wirken? Hast du Glauben im Herzen, dass der Herr dich liebt und hier. Okay, gut. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist, so wunderbar groß ist und dass du jetzt auch in der Liebe die Renate am Schirm hattest und danke, dass du jetzt einfach ihr dieses Problem löst. Vater, ich bete jetzt einfach, ich empfange jetzt einfach von dir, dass diese Heilung jetzt geschieht. Sei geheilt in Jesu Namen. Ja, das hat jetzt erst zum Wirken angefangen. Und zwar hauptsächlich, das mich schon sehr eine Zeit durch belastet. Und zwar, dass ich gar nicht so wirklich im Hier und Jetzt sein habe können. Und durch dieses Gebet jetzt da merke die Standhaftigkeit, dass ich wirklich mehr da sein kann im Hier und Jetzt, präsent sein kann. Amen, danke Herr. Dass ich fest verwurzelt und gegründet sein kann, wie ein Baum am Flussufer, der reichlich Frucht bringt. Amen. Renate, hat dich die Botschaft auch aufgebaut über die Liebe Gottes? Amen. Ich möchte auch ermutigen, auch alle und die Gnade, wir haben hier eine Serie über den Neuen Bund, die hat im November angefangen. Wenn du die
Botschaft noch nicht angeschaut hast, schau es dir noch an. Es sind wirklich viele ermutigende Dinge zu sehen. Ja. Und manchmal bekomme ich so von Geschwistern die Zitate von meinen Predigten vorgesagt. Neulich kommt Ramin und sagt, fest und sicher, fest und sicher, fest und sicher. Und eine Schwester aus Graz hat mich heute irgendwie draufgesprochen und gesagt, fest und sicher, fest und sicher. Habe ich gedacht, das habe ich vor 2 Monaten gepredigt, Halleluja. Aber es ist wirklich fest und sicher. Preis dem Herrn. Ja, Geschwister, ich möchte noch was nachtragen zur Predigt, weil, der Herr hat ja ernst gesprochen im letzten Jahr durch die prophetische Gruppe, prophetische Sprechen und so weiter. Und wer nie dienstags oder freitags mehr da ist, bekommt das alles immer nicht mehr so mit. Aber es sind schon ernste Dinge, dass die Zeit viel vorgerückter ist, als wir denken. Und er hat unter anderem gesagt, wer nicht bereit ist, sich Seele und Geist jetzt trennen zu lassen, dessen Seele wird es zerreißen. Und das heißt, der Druck wird so groß, dass Leute es mit dem Herrn oder in der Gemeinde oder was auch immer nicht mehr aushalten, wenn Seele und Geist nicht geschieden werden. Und das sind nicht so, wie soll ich sagen, so Sachen, die... Komme morgen, sondern die sind sehr, sehr essentiell. Ja, jeder von uns, der Gotteskind ist, kommt nicht in die Hölle, kommt in den Himmel. Darum geht es gar nicht, aber geht es jetzt nicht in dieser Sache, sondern es geht darum, dass wir schrecklichen Zeiten der Endzeit bevorstehen und dass der Herr uns zu überwinden haben will, die mit Christus regieren im nächsten Zeitalter. Dafür stehen wir und dafür steht auch unsere Gemeinde. Und diese Gemeinde hat der Herr durch verschiedene, im Laufe der Jahre immer wieder gesagt, ist eine Kaderschmiede für Überwinder. Und Überwinder wird man durch überwinden. Und dem Feind ist es eigentlich völlig egal, wie er Leute hier wegekelt und rauskriegt. Dass sie sich über Geschwister ärgern, dass sich Geschwister über die Leitung ärgern, über mich ärgern, über wen auch immer. Geschwister haben die Gemeinde verlassen, weil sie sich über die Morgenerweckung ärgern. Ist völlig egal, den einen ärgert die Morgenerweckung, den anderen ärgert das Charismatische. Dem einen ärgert, dass jemand umfällt, hat jemand die Gemeinde verlassen vor 2 Jahren. Den anderen ärgert das. Und weißt du, dem Feind ist es Schnurzpiep egal, wie er Leute von der Herde trennt. Es ist völlig egal. Hauptsache teile und herrsche. Und ich möchte nur sagen, die Julia, die ist heute nicht da, aber die hatte 8 Träume, dass der Bus abfährt und manche zurückbleiben, manche von uns zurückbleiben. Und einige von uns haben gesagt, na, da kommt wieder Bus. Da kommt schon wieder Bus. An der Bushaltestelle. Und Jule hat im Traum immer gesagt, na, wir müssen in den Bus, nein, wir müssen in den Bus, nein. Und na, da kommt wieder einer. Und manche von uns weinen um die, die nicht in ihre Berufen laufen, nicht vollenden. Nicht, dass sie nicht in den Himmel kommen, aber sie kommen nicht in die Fülle dessen rein, was Gott geplant hat. Und ich möchte nur sagen, es gibt immer Gründe, sich zu ärgern. Klar, es gibt immer Gründe, irgendwo zu sagen, okay, jetzt hat es mal Kraut ausgeschüttet oder sonst was. Aber verpasst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Zeit ist viel vorgerückter, als wir denken. Und der Schutz, der hier da ist, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Gesundheit, für ganz viele Dinge, ist größer, als du meinst. Es ist keine Kleinigkeit, was der Herr gewonnen hat an Überwindern und an Menschen. Und lass dich nicht, ob dir das gefällt, wie wer mitteilt oder nicht, oder ob dieser Programmpunkt gefällt oder der Lobpreis gefällt oder was auch immer. Das sind klitzekleine Dinge, um die es echt nicht mehr geht. Es geht darum zu erkennen, wo ist der Platz, wo mich Gott hingestellt hat und wo will der Herr, dass ich überwinde. Darum geht's. Und dass du dein Herz so bekommst, durch den neuen Bund und die Gnade, dass du wie Jesus werden kannst. Amen. Nun kommen wir zu der 6. Woche, zum Abschluss. Und da geht es weiter um den dreinen Gott. Und was einfach faszinierend ist, dass das 4. Buch Mose, wo es um viele Aufzählungen geht und viele Begebenheiten und Geschichten geht, tatsächlich, eigentlich hinter den Kulissen geht es um den dreinen Gott. Und das ist wunderbar. Schon im 1. Kapitel wird die ganze Heilsgeschichte von der Inkarnation bis ins Neue Jerusalem eigentlich im 1. Kapitel angerissen. Und dann, aber in weiteren Begebenheiten zeigt sich hintergründig der dreine Gott. Er zeigt sich in der Weihe des Nazireas. Leute haben sich geärgert, dass wir altbündlich sind, weil wir vom Nazireer sprechen. Wer kann sowas missverstehen? Wir reden doch von Jesus als neutestamentlichen Nazireer. Niemand von uns will wie ein alttestamentlicher Nazireer mit einem langen Haar werden. Also, aber weißt du was? Dieses Missverständnis ist nicht Zufall,
sondern das zeugt von einem Herzen, das nicht in Tune ist mit dem, was der dreine Gott hier in unserer Mitte wirkt. Glaub nicht, dass einer aus einem Missverständnis hier aus der Kufe fällt. Dein Herz disqualifiziert dich oder qualifiziert dich, hier zu sein. Aber wie gesagt, es gibt ja nichts. Einer hat wirklich gesagt, ich habe es nicht gefasst, dass Geschwister sagen, sie wollen ein Nazireer werden. Diese Person hat sich so maßlos geärgert und hat nicht verstanden, dass es darum geht. Nein, hat nicht verstanden, dass es darum geht, wie Jesus zu werden, der wahre Nazireer ist. Aber ich meine, hilft auch nichts und da hilft auch kein Reden, weil das ist eh keine Frage von Reden. Es ist eine Frage deines Herzens. Dein Herz wird entscheiden, wo du bist im nächsten Zeitalter. Dein Herz, nicht sonst. Und was wir erkennen ist, der Nazireer hat sich nicht irgendwie geweiht, sondern er hat sich geweiht mit den Opfern Jehovas. Und Jehova steht eigentlich für den Gott, der in Beziehung zu uns tritt, also für den dreieinen Gott. Das sehen wir in den dreieinen Gott. Wir sehen ihn im dreifachen Segen. Wir sehen ihn in der Stift zu den Opfern, die ihre Funktion aufnehmen. Wir sehen ihn in der Wolke, im Feuer. Wir sehen in all diesen Punkten, sehen wir in dem Felsen, der mitgeht, der Sohn ist, der das Wasser gibt. Das Wasser ist natürlich ein Lebensfluss, das ist der Geist. Und Gott selber wohnt in seinem Volk. Wir sehen den dreieinen Gott in all diesen wunderbaren Begebenheiten. Und das sind Schattenbilder, die wir jetzt haben im neuen Bund. Wie wunderbar. Amen. Wer macht weiter? Dann genießen, Geschwister. Und wenn es um die Dreieinigkeit Gottes geht, dann sind wir aufgerufen, nicht nach einem theologischen, theoretischen Lehrsatz zu suchen, sondern es geht um eine subjektive Erfahrung. Denn der dreieine Gott, das ist zum Genuss gedacht und zur Erfahrung in unser aller Leben und auch für die Austeilung Gottes, zum Ziel seines Wollens. Und deswegen gibt es die Dreieinigkeit. Und diese Dreieinigkeit Gottes zu erfahren, das haben wir am Mittwochabend im Haus der Kraft erlebt, als es um das Thema ging, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass den Willen Gottes erstens zu wissen, also herauszufinden, zu wissen und ihn zu tun gar nicht geht, ohne dass der dreieine Gott tätig wird. Als Gesamtes. Denn es ist die Herrlichkeit des Vaters, die sich in seinem Willen offenbart und es ist die Quelle des Lebens, ist der Sohn, der in uns als Christus den Willen des Vaters auch vollendet. Er hat es als Mensch getan und er tut es in uns als der Geist in uns. Und es ist der Geist, der als das lebendige Wasser in uns fließt und uns einfach fähig macht, überhaupt den Willen des Vaters zu wollen. Und um das geht's. Und deshalb braucht man eben die Erfahrung des Dreieinen Gottes. Da geht's gar nicht um einen Lehrsatz, sondern es ist was Subjektives, ganz was ja essentiell Lebendiges. Amen. Mir hat die letzte Woche, oder ja, was mir so besonders ist, einfach die Dreieinigkeit ist immer an der Absonderung des Nazireas beteiligt. In der freiwilligen Hingabe, der Absonderung, die mit den Opfern bekräftigt werden, befördern uns in Gottes Wohnstätte, in die tiefste Beziehung zu Gott. Dort ist der wahre Genuss und Zufriedenstellung. Dieser Genuss und Zufriedenstellung ist nur in der Absonderung und Wohnstätte zu erfahren. Christus ist die Wohnstätte Gottes. Mir war so, mit der Aufnahme von Jesus, da fängt das ja an, die Absonderung. Wir haben verstanden, dass wir ihn brauchen. Wir sondern uns schon ab von dieser Welt. Und dieses Opfern, Jesus ist ja das Opfer, der hat ja alle Opfer gebracht. Und mir war dann dieses Genießen Christus als das Opfer, die verschiedenen Opfer. Und indem ich das genieße, ihn als die Opfer, bringe ich Gott ja diesen Jesus, dieses Opfer. Und dadurch dadurch werde ich auch ihm geweiht. Und dadurch, dass ich ihn genieße, entwickelt sich das in mir ja automatisch auch diese Erkenntnis, die Wichtigkeit und dass die alleinige Zufriedenstellung ja in ihm ist, dass das, was ich brauche, ja nur er ist. Und dann fällt ja automatisch alles ab,
was in der Welt angeboten wird. Und es wird auch einfach zu einem Privileg, sich auch dem unterzuordnen, was Gott meint. Dieser Opfer, das war ja eine Ordnung, das war ja nicht einfach irgendwas, das haben wir ja alles schon gehabt. Und das war mir nochmal so die Besonderheit. Und nur in dem offenbart sich diese Dreieinigkeit und nur in dem macht der Vater, der Sohn, der Heilige Geist Raum in uns. Und nur in dem ist diese Erfüllung. Und das haut mich einfach um. Also es ist, ja, im positiven Sinn. Es ist einfach, wow. Ja, genau. Mich hat immer schon die Wolken und die Feuersäule fasziniert. Wenn man sich bedenkt, was das für eine übernatürliche Erscheinung ist, wenn sie gehen mussten, hat sie sich erhoben und ist ihnen vorangegangen und hat sich gesenkt, wenn sie lagern sollten. Und ich bin so dankbar, dass ich in einer Gemeinde bin, wo wir auch so eine Wolken- und Feuersäule haben. Nicht sichtbar, aber spürbar und hörbar innerlich. Und wie wir das Thema hatten, falsche oder richtige Bekehrungen und all das, was wir hätten bei unserer Bekehrung hören sollen, das ist mir so vorgekommen wie eine Feuersäule. Wie wir angefangen haben zu evangelisieren, da sind wir einfach vorangegangen mit der Wolke. Und jetzt kommen wir vor, dass diese Wolke lagert hier und uns bereit macht für den Sturm. Wir spüren die Gegenwart des Herrn. Und ich habe heute so eine, wie soll man sagen, etwas von dem Sturm mitbekommen. Betrifft eh nicht mich, aber es betrifft meine Gemeinde, meine Leitung. Und da habe ich erkannt, wie wahnsinnig wichtig es ist, dass wir, wenn der Sturm kommt, im Auge des Sturms stehen. Und der Herr fegt seine eigene Gemeinde nicht weg. Wir sind, wenn wir da sind, immer im Auge des Sturmes. Amen. Dem Herrn Geschwister, als Sandy jetzt ihre Mitteilung mitgeteilt hat, am Ende habe ich Offenbarung bekommen, dass eigentlich diese göttliche Dreieinigkeit offenbart sich immer in unserem Genuss. Nur wenn wir Gott genießen, dann ist Gott für uns subjektiv und ist er als Dreieinigkeit in uns. Sonst bleibt Gott für uns objektiv und oder ist eine Leere oder ist kein Leben in jedem Fall. Und noch ein Satz hat mich sehr beeindruckt: Die Dreieinigkeit ist die Struktur und der Inhalt der göttlichen Segens für uns. Und Segen Gottes für uns, das ist dieser Reichtum Gottes. Aber nur wenn wir diesen Reichtum Gottes nehmen und genießen als göttliche Dreieinigkeit, dass in uns das ist und wir täglich Butter und Honig essen, dann treten wir in diese Reichtum Christi, in göttliches Segen, das Gott für uns will, Herr. Und das ist neuer Bund, hier ist für mich ganz deutlich herausgekommen. Nur wenn wir genießen, Dreieinigkeit genießen, ist er für uns Segen, sonst bleibt er objektiv und hat man nichts, bleibt man hungrig. Preis dem Herrn. Halleluja. Wenn wir etwas genießen, dann ist es immer etwas, was im Jetzt ist, was in der Gegenwart ist. Wir brauchen den Herrn jetzt. Das ist wichtig, wirklich, auch wie die Anna und der Hans gesagt haben.
jetzt? Wo stehen wir jetzt? Wie ist jetzt unsere Beziehung zu Jesus? Nicht, was wir gestern mit ihm erlebt haben. Ja, es ist wunderbar und wir können es hervorholen, uns daran freuen und mit ihm weiter aufbauen. Aber was ist mit jetzt? Jetzt brauchen wir diesen Genuss. Und immer, wenn wir genießen, sind wir im Jetzt, sind wir im Herrn. Und das ist der Stand, den wir... Der zählt, wo sind wir jetzt in diesem Augenblick? Und mir ist so bewusst geworden, im Himmel gibt es keine Anklage. Im Himmel gibt es keine Gescheitmeierei. Im Himmel gibt es kein Du bist schuld. Im Himmel ist der Rechtsstreit beendet. Halleluja, diese Dinge gibt es im Himmel nicht. Und so ist es auch mit der Gnade. Die Gnade ist nicht irgendetwas, Gnade ist keine Rechthaberei. Gnade können wir genießen. Und die Predigt von Michael hat mich sehr bewegt und auch das, was die Julia geträumt hatte. Und mir ist so dabei bewusst geworden, wir können erst Gnade wirklich geben. Nicht die Gnade, oh, ich vergebe dem, der hat zwar Unrecht, aber ich stehe drüber, ich vergebe. Nein, die Gnade, die uns wirklich erkennen lässt, wo wir stehen, wo wir sind und wie wir dringend Jesus brauchen, das ist Gnade. Und diese Gnade genießen, dass er uns vergeben hat, im Jetzt genießen, das hilft uns erst überhaupt, anderen Gnade zu erweisen, wie dieses Wort im 1. Timotheus 1, Friede, Gnade, Barmherzigkeit sei euch, Friede von Gott. Dass wir das mit einem ehrlichen Herzen sagen können, müssen wir erstmal diese Gnade genießen. Sonst können wir die Gnade anderen nicht zusprechen. Sonst ist sein Leben, wir brauchen sein Leben, wir brauchen diese Gnade, um überhaupt diese Gnade Leuten zuzusprechen. Und noch eins ist mir bewusst geworden, in dem, was die Julia gesprochen, also was der Michael jetzt gesagt hat, über den Traum, wo wir stehen. Wo sind wir jetzt aktuell mit unserem Herzen dabei in den Botschaften, die der Herr in der Gemeinde freisetzt? Wo sind wir verspätet? Wo haben wir vielleicht schon den Anschluss verpasst? Wo stimmen wir damit überein? Wo sind wir im Jetzt der Gemeinde? Wo sind wir jetzt am Pulsschlag, jetzt im Herzschlag? Das ist das, im Zug sitzen. Das ist das, diesen Bus nicht zu verpassen. Und da muss ich jeder Einzelne prüfen, wo stehe ich persönlich? Und da zählt keine, irgendwo auf irgendeine Deuterei. Und eins habe ich auch festgestellt, einfach aus persönlicher Erfahrung, überall da, wo man mit dem Finger auf andere zeigt, wo man Fehler sieht, da ist man noch verblendet. Man ist noch nicht frei zu sehen. Und vom Pharisäer zum Nasiräer ist der Schritt, dass man einfach anfängt, sich in seinem Geist zu bewegen und alles Eigene loszulassen. Und ihr seid gesegnet und Gnade, 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 Gnade über Gnade. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht alles wirklich verstanden habe, was die Morgenerweckung sagt. Das war mir manchmal ein bisschen hochtheoretisch. Aber ich habe das dann einfach mal auf die Seite gelegt. Was ich verstanden habe, das ist das, was Paulus sagt, wenn er den Korintherbrief beginnt und er sagt, die Liebe des Vaters und die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei bei euch alle Zeit. Und dann... Wisst ihr, wir haben ja eh schon gehört, die Dreieinigkeit ist keine Lehrfrage, sondern es ist etwas für den Genuss. Und ich habe die Liebe des Vaters und so extrem genossen diese Woche und die Gnade so extrem genossen. Und der Geist ist mit mir, der wohnt ja in mir, das habe ich so genossen. Und das mache ich jetzt seit ein paar Wochen ganz intentionell. Und was ich feststelle, ich war so oft so problemorientiert und habe immer bei mir das Problem gesehen und mein ganzes Defizit und was da alles noch nicht stimmt und was ich nur alles tun müsste, damit das Defizit jetzt endlich weggeht. Und dadurch, dass ich so fixiert war auf das Problem, habe ich so auf das Problem beim anderen geschaut. Oh, da hängt es hier und da hängt es da und da hängt es dort. Und wie wirst du dann? Der Herr hat immer zu mir gesagt, auf das, was du schaust, zu dem wirst du. Also wenn du immer auf das Problem schaust, du wirst zum Problem, weil du anfängst, das Problem zu reden über dich, über andere und Worte haben Kraft. Und jetzt kommt das Problem auch ins Sichtbare.
Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich so bewusst, und das ist gar nicht so ein großer Aufwand, morgens das so genieße, ich bin so geliebt, wow, der Vater liebt mich so und ich kann diese Liebe nicht ausbrauchen. Und es liegt gar nicht an mir, dass ich so geliebt bin, sondern es liegt an ihm, dass ich so geliebt bin und so weiter und so weiter und so fort. Habe ich festgestellt, wie mein Blick immer mehr zur Lösung gewendet wird, zur Liebe des Vaters, zur Gnade des Sohns und der Heilige Geist, der zeugt von Jesus in mir, der wohnt da. Wisst ihr, der Felsen, der da mit den Israeliten mitgegangen ist, was für ein abgefahrenes Zeichen tut Gott da. Dieser Felsen mit dieser Quelle, der wohnt jetzt in meinem Geist. Ist. Und manchmal brauche ich in der Wüste meiner Seele dringend dieses Wasser. Eigentlich brauche ich das ständig. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Das ist so wunderbar. Plötzlich habe ich angefangen, das Wunderbare in den Geschwistern zu sehen. Nicht mehr das Problem in mir, sondern das Wunderbare, was Gott in meinen Geschwistern tut. Und das ist, ich sag's euch, wenn etwas cool ist, dann ist es das. Wenn du plötzlich die Geschwister siehst, wie Gott sie sieht, wenn du siehst, was Gott in ihnen tut, was er noch tun wird. Und ich hatte dann so ein Bild von einem Olympiasieger, der oben auf dem Treppchen steht und der seine Medaille kriegt. Ja? Und glaubst du, dass ein Olympiasieger in dem Moment an die Dinge denkt, die hinter ihm liegen? An den Schweiß, an die Blasen, an den Füßen, an den Muskelkater, an die Tage, wo er den Trainer gehasst hat, an den Tage, wo er zu müde war, wo er trotzdem gemacht hat, das denkt er nicht mehr. Er denkt, jetzt kriege ich meinen Preis. Und ich habe die Vision gehabt, ich habe euch gesehen, wie er auf dem Treppchen steht und diesen Preis empfängt. Und die Wehen dieser Zeit ist mir überhaupt nicht wichtig, weil die vergehen ja, aber dieser Preis, euer Lohn liegt schon bereit. Und ich möchte etwas teilen, es ist so wunderbar. Und seitdem bin ich so verliebt in Jesu und letztes Jahr habe ich gebetet, Herr, ich habe die erste Liebe verlassen, ich muss zurück zur ersten Liebe. Und jetzt stelle ich fest, ich war da noch gar nie. Aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da, ich habe Gebetserhörung über Gebetserhörung und was passiert in mir? Die Bibel wird lebendig, die Bibel wird real. Plötzlich werden die Dinge, die ich schon ganz lang gehört habe und geredet habe, auf einmal werden sie lebendig. Auf einmal weiß ich, was Johannes sagt, wenn er sagt, wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, wenn wir die Geschwister lieben. Plötzlich passiert es und du musst dich nicht anstrengen, weil die Liebe Christi einen Ausdruck findet. Und ich muss zu meinem Nachbarn was Nettes sagen und der antwortet irgendwie grantig. Egal, weil die Liebe Christi muss was Nettes zu ihm sagen. Versteht ihr? Und so wird es eine Aufwärtsspirale von Lobpreis. Und ich kann den Herrn loben und preisen jeden Tag und jede Stunde. Und ich stelle und es tobt ein grässlicher Sturm. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich kann sagen, ich kann mich jetzt dafür entscheiden, keine Angst zu haben. Warum? Weil die vollkommene Liebe Gottes treibt jede Furcht aus. Und ich stelle fest, wie ich plötzlich frei werde von Furcht, von Bedrohungen, von dies und das. Und es ist gar nicht, dass ich jetzt irgendwas Großartiges mache. Nein, ich genieße einfach das, was er Großartiges gemacht hat. Und ich esse jeden Tag Butter und Honig und esse die Gnade. Und der Ankläger kommt und ich bin so fettig, voll Butter, der rutscht ab. Er kann nicht an mir sein. Wie so ein Sumo-Ringer, ja, die ölen sich auch ein, damit der andere ihn nicht greifen kann. So ist es. Ich genieße die Fettigkeit in das Haus. Und mein Becher fließt über und plötzlich wird es real und der Feind muss zuschauen, der kriegt gar nichts, der kriegt nichts, der muss hungrig bleiben und der kann sich ärgern und in mir ist die Fettigkeit des Hauses und des Gottes, das fließt über und es wird so real und es ist überhaupt nicht schwer. Warum ist es nicht schwer? Weil es Gott einfach gemacht hat. Er hat alles gemacht, er hat uns den Tisch bereitet, wir dürfen dort Platz nehmen, wir sind keine Waisen, wir sind Söhne. Und Herr, ich danke dir, meine Worte reichen nicht, dir zu danken, wie wunderbar du bist. Und dass ich das empfinden darf. Und dass ich nicht mehr auf das Problem schauen muss, sondern auf dich, den Anfänger und Vollender meines Glaubens und jeden einzelnen Glaubens hier. Halleluja, es gibt keine Ausnahme. Und ich danke dir, du hast mich auserwählt vor Grundlegung der Welt und du wirst es mit mir schaffen, ganz egal, was du mit mir schaffen musst. Und er hat dich und dich und dich und dich und dich auserwählt vor Grundlegung der Welt und er wird es mit dir schaffen, ganz egal, was er noch mit dir schaffen muss. Warum? Weil er Gott ist und wir sind es nicht. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, ich preise dich. Vater, ich liebe deine Liebe. Jesus, ich liebe deine Gnade und Heiliger Geist. Ich liebe deine Gemeinschaft mehr als alles. Es macht mich so glücklich und ich danke dir, dass ich endlich glücklich sein darf, weil ich glücklich bin in dir. Amen.